Man könnte sich also fragen, wo hat das alles angefangen, was wir heute haben? Eine Welt im Stadium des kumulativen Zusammenbruchs. Es beginnt mit John Locke. Er führt das Eigentum ein. Locke hat drei Regeln für gerechtes privates Recht und Eigentum aufgestellt. Diese sind: Es muss genug für andere übrig bleiben, man darf nichts verkommen lassen und vor allem muss man seine Arbeit dabei einbringen. Das scheint zunächst gerechtfertigt. Bring deine Arbeit in die Welt ein, dann hast du ein Recht darauf, auf das Produkt, und solange genug für andere übrig ist und solange nichts verkommt und du auch nichts verschwendest, dann ist alles in Ordnung. Mit dieser Erklärung verbringt er in seiner berühmten Abhandlung über Regierungen viel Zeit und es ist seitdem der Kanon für das wirtschaftliche und politische und rechtliche Verständnis nach wie vor der klassische Text, der studiert wird. Nachdem er nun die Klauseln verkündet hat, und dann überlegst du fast, ob du für Privatbesitz bist oder nicht, denn es ist ein sehr plausibles und starkes Plädoyer für Privatbesitz, aber dann lässt er die Bombe platzen, einfach so, in einem einzigen Satz. Er sagt, als Geld durch die stillschweigende Zustimmung des Menschen eingeführt wurde, und genau hier passiert es. Er sagt nicht, dass alle Regeln annulliert oder gelöscht werden, aber genau das passiert. Also verdient man sich Produkte und seinen Besitz nicht mehr durch seine Arbeit. Oh nein, Geld kauft jetzt die Arbeit. Es wird nicht mehr berücksichtigt, ob genug für andere übrig bleibt oder nicht. Es gibt keine Rücksichtnahme mehr, ob es verkommt, weil er sagt, Geld ist wie Silber und Gold kann nicht verderben, also kann Geld nicht für Abfall verantwortlich sein, was lächerlich ist. Wir reden hier nicht über Geld und Silber, wir reden von den Auswirkungen. Es folgt eine unsinnige Schlussfolgerung nach der anderen. Es sind die haarsträubendsten Taschenspielertricks, mit denen er hier durchkommt. Aber die Aussage passt den Interessen der Kapitalbesitzer. Und dann kommt noch Adam Smith. Und was er dazu steuert, ist die Religion. Locke begann mit, Gott hat alles so gemacht, es ist göttliches Recht. Und jetzt kommt Smith und sagt, es ist nicht nur Gottes Recht. Nun, er sagt das nicht wörtlich, aber das ist das, was philosophisch im Prinzip passiert. Er sagt, dass es nicht nur eine Frage des privaten Eigentums sei. Das alles ist nun vorbestimmt. Es ist gegeben. Dass es Geldinvestoren gibt, die Arbeitskraft kaufen, gegeben. Es gibt keine Beschränkung, wie viel Arbeitskraft sie von anderen Menschen kaufen können, wie viel sie anhäufen können, wie groß die Ungleichheit wird. Das alles ist jetzt gegeben. So kommt er mit seiner großen Idee an. Und wieder ist das nur zwischen den Zeilen eingefügt. Wenn Menschen Güter zum Verkauf stellen, also das Angebot und andere Menschen sie kaufen, also die Nachfrage und so weiter, wie sollen wir dann Angebot und Nachfrage oder Nachfrage und Angebot aufeinander abstimmen? Wie können wir sie ins Gleichgewicht bringen? Und das ist eine der zentralen Fragen der Wirtschaftswissenschaften. Und er sagt, es ist die unsichtbare Hand des Marktes, die zum Gleichgewicht führt. Also haben wir jetzt Gott als Teil des Ganzen. Er hat den Menschen hier nicht nur das Recht auf Eigentum gegeben und alle nötigen Mittel sowie die dazugehörigen natürlichen Rechte, wie Locke formulierte. Jetzt haben wir auf einmal das System selbst als Gott. Im Grunde sagte Smith, und wieder musst du das ganze Buch Der Wohlstand der Nation lesen, um dieses Zitat zu finden. Er sagt, dass die Dürftigkeit der Existenz der Fortpflanzung der Armen Grenzen setzt und dass die Natur nicht anders damit umgehen kann, als deren Kinder zu eliminieren. Somit hat er die Evolutionstheorie im schlimmsten Sinne vorausgesehen und das war lange vor Darwin. Und er nannte sie auch die Rasse der Arbeiter. Also sehen wir, in der Theorie steckt bereits Rassismus und eine inhärente Missachtung des Werts menschlichen Lebens, wenn es um den Tod von unzähligen Kindern geht. Und er dachte, das ist die unsichtbare Hand, die das Angebot mit der Nachfrage und die Nachfrage mit dem Angebot abgleicht. Siehst du nun, wie weise Gott ist? Es zeigt sich, dass viele dieser lebenszerstörenden, öko-völkermörderischen Dinge, die sich im Moment abspielen, gewissermaßen ein Gedankengen von Smith haben. Wenn wir über das ursprüngliche Konzept vom sogenannten kapitalistischen System der freien Marktwirtschaft nachdenken, deren Grundstein von den frühen Wirtschaftsphilosophen wie Adam Smith gelegt wurde,
sehen wir, dass der ursprüngliche Zweck eines Marktes auf realer, handfester, lebensfördernder Handelsware basiert. Adam Smith hatte damals keine Ahnung, dass der profitabelste Wirtschaftssektor des Planeten einmal im Bereich der Finanzwirtschaft beim sogenannten Investment liegen würde. Hier wird Gewinn einfach nur durch das Verschieben von Geld erzielt, in einem willkürlichen Spiel, das der Gesellschaft keinerlei produktiven Nutzen bringt. Trotzdem, unabhängig von Smiths eigentlicher Absicht, wurde die Tür für solche scheinbaren Ausnahmeerscheinungen durch einen fundamentalen Grundsatz dieser Theorie weit offen gelassen. Geld an und für sich wird als Gebrauchsgegenstand betrachtet. Heute wird in jeder Wirtschaft auf der Welt, unabhängig vom dort herrschenden gesellschaftlichen System, das Geld nur des Geldes wegen angestrebt. Die Idee hinter der von Adam Smith geheimnisvoll formulierten religiösen Deklaration einer unsichtbaren Hand ist, dass das engstirnige, eigennützige Streben nach diesem fiktiven Gut irgendwie magisch zu menschlichem und gesellschaftlichem Wohlbefinden und Fortschritt führen. In Wirklichkeit hat sich der finanzielle Anreizmechanismus, manchmal als Geldwertschöpfungskette bezeichnet, inzwischen vollständig entkoppelt von den grundsätzlichen Belangen des Lebens, welche man Lebenswertschöpfungskette nennen könnte. Es ist hier zu einer kompletten Verwirrung in der wirtschaftswissenschaftlichen Lehrmeinung über diese beiden Wertschöpfungsketten gekommen. Man meint, dass die Geldwertschöpfungskette eine Lebenswertschöpfungskette hervorbringe, und darum heißt es, wenn mehr Güter verkauft werden, also wenn das Bruttoinlandsprodukt steigt und so weiter, dann würde das zu mehr Wohlstand führen und wir könnten das Bruttoinlandsprodukt als Indikator für unsere gesellschaftliche Gesundheit heranziehen. Hier sieht man nun die Verwirrung. Man spricht von der Geldwertschöpfungskette, gemeint sind also alle Einkünfte und Erträge aus dem Verkauf von Gütern, und verwechselt diese mit der Reproduktion von Leben. Von vornherein findet hier also eine komplette Vermischung von Geld und Lebenswertschöpfung statt. Wir haben es also mit einer Art struktureller Wahnvorstellung zu tun, welche immer tödlicher wird, je weiter Geld davon entkoppelt wird, überhaupt irgendetwas herzustellen. Es ist also eine Systemstörung, und diese Systemstörung scheint tödlich zu sein.